Berlin vor dem Brandenburger Tor. Das Team um Fotograf Fritjof Ohm trifft sich um 5 Uhr in der Früh, um das morgendliche Licht für ein Fotoshooting auszunutzen. Ihre Mission? Die Werbekampagne zum 40. BMW Berlin-Marathon im September 2013. Der Fotograf hat da seine ganz genauen Vorstellungen. Junge Leute, die einfach Richtung Ziel laufen und hinter ihnen oder neben ihnen ist eigentlich noch so ein bisschen Läuferfeld. Eigentlich soll es aussehen wie ein Schuss mitten aus dem Läuferfeld. Die ersten Motive werden geschossen und das Team kontrolliert die Beleuchtung und den Bildausschnitt. Artdirektorin Tuba Baki erklärt, warum zuerst ohne Läufer fotografiert wird. Die Vorarbeit ist natürlich wichtig, bevor die Läufer im Bild sind, damit wir im Nachhinein, wenn wir doch was ändern wollen, dass wir die Location auch frei haben. Also dann kann man halt die Läufer weiter links oder weiter rechts positionieren. Die Laufmodels sollen Kraft und Effizienz verkörpern. Die Kameraperspektive wurde bewusst gewählt, um diese Aussage noch einmal zu verstärken. Die Tests sieht eigentlich ganz gut aus. Wir möchten es eigentlich von weiter unten fotografieren, weil es einfach Sportfotografie ist und es kommt dynamischer rüber, wenn die Läufer auf einen zulaufen und von weiter unten fotografiert sind. Fotograf Fritjof Ohm macht die ersten Fotos mit den Läufern. Sie lassen jetzt schon erahnen, wie das Ergebnis aussehen wird. Wir haben jetzt gerade hier das Bild gesehen, es ist gigantisch. Die Sonne steht da und die Atmosphäre und die Leute und kribbelt schon. Das Shooting macht Sportmodel Lena Kwasow sichtlich Spaß. Ihre Begeisterung für die Marke BMW macht ihre Arbeit zum Kinderspiel. Ich glaube schon, dass BMW und Laufsport sehr gut zusammenpassen, weil die Linien vom Design dieses Athletische verkörpern. Fritjof Ohm legt Wert darauf, dass die Läufer Effizienz und Dynamik perfekt darstellen können. Bei den Models, da haben wir einfach darauf geachtet, dass die laufen können. Also wir sind auch, haben einfach erst ein Set-Casting gemacht, Set-Karten-Casting gemacht. Dann haben wir unsere Auswahl, haben wir alle live gesehen. Also wir haben einen Assistenten rumgeschickt, der ist durch ganz Deutschland gefahren mit dem Auto und hat alle live gefilmt, wie die laufen. Dann gibt es bei BMW einen Laufsportexperten, der hat dann gesagt, welcher einfach wirklich am authentischsten Marathon laufen kann, vom Laufstil her. Sehr gut, genau das sind wir. Super. Super. Haben wir. Perfekt. Vielen, vielen Dank, habt ihr super gemacht. Klasse Leistung. Der hohe Aufwand hat sich gelohnt. Das Ergebnis ist perfekt. Der 40. BMW Berlin-Marathon 2013 kann kommen. Weitere Informationen über BMW Laufsport gibt es wie immer unter bmw.de/laufen.